Wir wären nun beim dritten und letzten Teil von Kōshiki no Shika no Koto nach dem Ujisui Monogatari. Also, fangen wir gleich oben an. Sono toki, Kariudo domo yao hazu shite miru ni, Mikoshi no mae ni hizamazu kite mōsaku. Wareke no iro o osoruru ni yorite, kono yama ni fukaku kakusumeri. Shikaru ni o o ika ni shite, ware sumu tokoro o ba shiri tamaeru zo ya, tomosu ni o o no tamo. Übersetze ich. Und da, als die Jäger ihre Pfeile locker ließen und schauten, kniete er, also der Hirsch, vor der Sänfte nieder und sprach: Weil ich mich wegen der Farben meines Felles fürchte, verberge ich mich tief in diesen Bergen. Doch nun, König, wie habt ihr da nur meinen Aufenthaltsort erfahren? Und als er das sprach, entgegnete der König. So. この腰のそばにある顔をあざのある男を告げ申したるによりて聞かれるなり稼ぎ見るに顔にあざありてみこしのそばにいたり我助けたりし男なり. Ich bin dem folgend, was der Mann mit den Narben oder Falten, das ist nicht ganz sicher, wie man das übersetzen soll, also der Mann mit den Narben und Falten, der neben dieser Sänfte steht, sagt, die hierher gekommen. Und als der hier schaute, da hatte der Mann Narben bzw. Falten und stand neben der Sänfte. Es war der Mann, den er selbst gerettet hatte. Okay, wir haben nicht mehr das luxuriöse Bügelbrett als Stativ, sondern einen Bücherstapel. Den bauen wir jetzt mal sukzessive ab und kommen damit zum nächsten Teil des Textes. Einmal kurz angestellt. Wunderbar. Oder fast wunderbar. Na gut. Wir blieben hier stehen und werden dort weitermachen. Suchen wir mal kurz das Hirschschriftzeichen. Ah. Kasegi kare ni mukaete iu yo. Inochi o tasuketare shitoki, kono on nan ni temo hoji tsukushika taki yoshi iishika ba, koko ni ware aru yoshi, hito ni kataru bekara zaru yoshi, kaizu kaizu chigiri shi tokoro nari. Skaruni ima, kono ono wasurete korosase tatematsurantozu. Das wird nun übersetzt. Der Hirsch wandte sich zu ihm und sprach: Zu der Zeit, als ich dir das Leben rettete, als du mich fragtest, wie du deine Schuldigkeit wohl wieder gut machen könntest, da hast du doch wieder und wieder geschworen, dass du den anderen nicht erzählst, dass ich mich hier aufhalte. Und nun hast du doch diese Schuldigkeit vergessen und ich stehe kurz davor, getötet zu werden. Ika ni nanji mizu ni oborete shinan to seishi toki. Waga inochi o nagusamazu oyogi yorite tasuke shi toki. Nanji kagiri naku yorokobi shi koto wa oboezu ya to fukaku urami taru kishoku ni te namida o tarete naki. Wie kannst du dich nur nicht daran erinnern, wie ungemein froh du warst zu der Zeit, als ich zu dir geschwommen kam, meine Gesundheit hintanstellend, als du gerade davor standest, im Wasser zu ertrinken und zu sterben.
So sprach er und weinte, sich in tiefen Zorn die Tränen herauspressend. So, wir sind jetzt ganz unten in der Ecke angekommen bei Nako und deswegen bauen wir jetzt nochmal das Stativ etwas niedriger. Nummer 1, Nummer 2. Oh, das war vielleicht etwas zu niedrig. Ja, wunderbar. Wir waren bei diesem Naku. Entsprechend geht's hier jetzt bei Sonotoki weiter. Sonotoki steht an dieser Stelle. Sonotoki ni o onajiku namida o nagaste no tamawaku. Nanji wa chikshu naredomo shi jihi o motte hito o tasuku. Kano otoko wa yoku ni fukerite ono wa suretari. An diesem Zeitpunkt weinte der König gleichsam und sprach: Auch wenn du ein Wesen der Tierwelt bist, so empfindest du Mitgefühl und hilfst den anderen. Jener Mann hat sich der Gier hingegeben und seine Schuldigkeit, eckige Klammer auf, dir gegenüber, eckige Klammer zu, vergessen. Chikusho to yubeshi. Ono shiru omote jinrin, gemeint ist da aber wahrscheinlich, oder ninrin. Gemeint ist da aber Ningen, also die Menschheit oder der Mensch als solches. Tosu tote, kono otoko o toraete, shika no miru mae ni te, kubi o kirase raru. Mata no tamawaku. Ihn sollte man als Wesen der Tierwelt bezeichnen. Dich betrachte ich als menschliches Wesen, das um seine Schuldigkeiten weiß. Und ließ diesen Mann festhalten und in Angesicht des Hirsches köpfen. Daraufhin sprach er: Ima yori atu, ato, kuni no naka ni kasegi o karu koto nakare. Moshi kono senji o somukite kasegi no hito kashira ni temo korosu mono araba, sumiyaka ni shisai ni okunawaru beshi tote kaeri tamawainu. Sono ato yori tenka anzen ni kokudo yutaka nari keri tozo. Von nun an sollen in diesem Königreich keine Hirsche mehr gejagt werden. Wenn jemand dieses Edikt ignoriert, so soll an ihm die Todesstrafe vollzogen werden, falls er auch nur einen Hirsch tötet. Und kehrte so zurück in seinen Palast. Von da an, so heißt es, war es in dem Reich friedlich und der Boden war reich. Und damit wären wir am Ende der Geschichte.